Kaum hatte das Briefwahllokal seine Türen geöffnet, kamen auch schon die ersten Wähler. Der Zuspruch überraschte selbst die ehrenamtlichen Wahlhelfer, die alle Hände voll zu tun hatten. Doris Butze hatte heute Morgen im Radio von der Möglichkeit erfahren. Für sie ist die Briefwahl 26 Tage vor dem eigentlichen Wahltermin eine große Erleichterung. Ich dachte, wunderbar, kannst du gleich erledigen. Brauchst du dich nicht eine Stunde lang anstellen, wie es damals bei der letzten Wahl an der Heidenstraße war. War ganz schlimm. Und habe ich es gleich heute erledigt. Die 63-Jährige wusste bereits genau, wem sie ihre Stimme geben wird. Doch bei 19 Parteien und Vereinigungen, die dieses Jahr um die Gunst der Wähler buhlen, fällt das nicht jedem so leicht. Für Unentschlossene steht ab heute der Wahlomat im Internet zur Verfügung. Seit 2002 wird dieser Frage- und Antwortenkatalog von der Bundeszentrale für politische Bildung zusammengestellt. Dazu werden die Antworten aller gelisteten Parteien und Vereinigungen zu 38 Thesen zusammengetragen. Der Wahlomat ist konzipiert worden, um die Unterschiede zwischen den Parteien deutlich zu machen. Wir nehmen solche Thesen in den Wahlomat, die wichtig sind für die Landtagswahl, aber auch der Wohl, die Unterschiede zwischen den 19 auf Landesliste antretenden Parteien darzustellen. Wer wie Doris Butze noch vor dem 1. September seine Stimme abgeben will, kann seinen Wahlzettel bis zum 30. August direkt in einem Briefwahlbüro einwerfen oder die zuvor beantragten Briefwahlunterlagen rechtzeitig per Post versenden.